Oh, war das eine dreckige Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 2. Das letzte Mal haben wir gegen Donovan ein Duell ausgetragen, in dem wir schießen durften auf irgendwelche fliegenden Ziele. Und das war eine Arbeit, sage ich euch. Wow, kaum geschafft. Er hätte es auf Friedhof, da muss ich nicht lang. Mensch, war das dreckige Arbeit. Was willst du hier? Ist der Eintritt hier verboten, oder was? Ist der Eintritt hier verboten? Ich habe Anweisungen, niemand hier reinzulassen. Ich bin Kapitän des großen Schiffes im Hafen. Admiral Alvarez und Captain Slane sind gerade beschäftigt. Na, dann gehe ich mal rein und schaue, ob ich Ihnen weiterhelfen kann, was? Na gut. Ja, du wirst aber schnell zu besänftigen, mein Freund. So, haben wir hier hinten noch irgendwas, bevor ich mit, ich habe ihren Namen vergessen, spreche. Die wir ja für Wilson vielleicht, was mitmachen können, damit Wilson uns vertraut und so weiter. Das wissen wir ja schon. Wilson ist ja anscheinend in diese Dame verliebt. Und da müssen wir ein bisschen Amor spielen, würde ich sagen. Und hier ist der Schafott. Hallo, Schafottilein. Liegt hier irgendwas Besonderes? Hallo? Nö. Nix da, aber eine interessante Truppe. Warum ist da eine Höhle eingezeichnet? Oder ist das der Schafott damit gemeint? Ring. Klingenring. So mache er die Türe auf. Okay, erst diese beiden, dann diese beiden, dann dies. Okay, 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 dann ist es ja nicht so schwer. Diese Truhe gehört jetzt mir. Alles nehmen und bitte, bitte den Ring wieder tauschen, damit wir mehr Ruhm bekommen. Mein 5% ist nicht viel, aber 5% kann natürlich viel werden. Bei 100 ist es vielleicht nicht viel, bei 1000 dafür aber schon umso mehr. Dann sind es immerhin 50 und 50 Ruhm kann man ja nie ausschlagen, oder? So. C'est bon. Na, mein rothaariges Mädel namens Grace. Grace Kelly. Willkommen in Antigua, Kapitän. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere Unbequemlichkeiten. Naja, es geht. Hätte aber auch, oder sagen wir mal... Guten Tag, schöne Frau. Guten Tag, schöne Frau. Oh, ich sehe, es gibt noch Männer mit Manieren in diesem rauen Teil des Landes. Ei. Ich bin Grace, Tochter von Bongard, dem berühmten Fernhändler der Dornenküste. Es ist lange her, dass sich ein Piratenkapitän hierher verirrt hat. Und nun haben wir die Ehre, sogar zwei von ihnen in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Bongard, Dornenküste, nie davon gehört. Bongard, Dornenküste, nie gehört. Wo soll das sein? Frechheit. Es ist beschämend, das Wort einer werten Dame anzuzweifeln. Hab ich dich verärgert? Das war gar nicht meine Absicht. Oh, nun, dann ist es wohl an mir, mich zu entschuldigen. Kannst du eigentlich auch kochen? Kannst du eigentlich auch kochen? Was für eine Frage ist das denn? Leichte Konversation? Du bist ein komischer Kerl. Weißt du das? Naja, hier und da. Wo ist denn dieser andere Kapitän? Wo ist dieser andere Kapitän? Der ist beim Admiral. Die beiden haben wohl eine kleine Auseinandersetzung. Ich würde da jetzt besser nicht stören. Wie ist denn das Leben hier so in Antigua? Wie ist das Leben hier in Antigua? Ich bin schon an vielen Orten der Welt gewesen, aber keiner war so schmutzig wie Antigua. Das sah aber aus hier. Ein angemessenes Leben ist für jemanden wie mich kaum möglich. Nie darüber nachgedacht, diese Insel zu verlassen? Nie darüber nachgedacht, diese Insel zu verlassen? Für eine Dame meines hohen Standes ist es äußerst schwierig, unbehelligt zu reisen. Jeder Halsabschneider hier versucht, mir an die Wäsche zu gehen. Na klar, möchte ich wetten. Der Admiral jedoch sorgt für meine Sicherheit. So ganz ohne Gegenleistung? So ganz ohne Gegenleistung? Schon wieder so eine Unverschämtheit. Ich muss schon sagen. Ja, ja, gib dir keine Mühe. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich warne dich, du Schuft. Treib es nicht zu weit. Du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame. Ich hab dich durchschaut. Du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame. Und den Fernhändler Bongard gibt es wahrscheinlich auch nicht. Na gut, du Mistkerl. Lassen wir die Spielchen. Zugegeben, du bist ein netter Bursche. Aber wenn du mir Ärger machst, wirst du es bereuen.
Erzähl mir was über den Kapitän. Erzähl mir mal was über den Admiral. Früher war er ein gefürchteter Piratenkapitän. Ein Schlitzohr mit Prinzipien. Er sagt immer, dass sein Piratenkodex, nachdem er lebt, ihn hierher geführt hat. Er ist sehr stolz auf seinen Ruf und seine Stadt. Und wie gut kennst du etwa Kapitän Slane? Wie gut kennst du Kapitän Slane? Er ist einer von der Sorte, der eine Frau um seinen Finger wickeln kann. Ich bin auch schon auf ihn hereingefallen. Und wenn ich ehrlich bin, würde er es wahrscheinlich wieder schaffen, mich einzufangen. Und wie läuft dein Geschäft? Wie läuft dein Geschäft? Miserabel, schau dich doch hier mal um. Du bist der erste vernünftige Kerl, der hier seit langer Zeit vorbeigekommen ist. Na gut, mal von Slane abgesehen. Also, wenn du eine kleine Abwechslung brauchst? Ich bin schon vergeben. Nein, danke, ich bin schon vergeben. Ach, tatsächlich. Wer ist denn die Glückliche? Jetzt komm schon, du weißt doch, wie ich das meine. Ach ja, es ist wie immer. Die Besten sind meistens schon weg. Tut mir leid. Naja, du bist ja wenigstens süß. Nicht so wie die anderen hier. Du magst die Männer in Antigua nicht? Du magst die Männer in Antigua nicht? Die meisten haben Schulden und kommen gerade eben über die Runden. Bill, die Wache am Westtor zum Beispiel. Am Ende des Monats ist seine Geldbörse so leer wie eine ausgetrunkene Flasche Rum. Am schlimmsten ist dieser bis über beide Ohren verschuldete Schmied Wilson. Ich schätze, der Kerl würde mich sogar heiraten, wenn er sich's leisten könnte. Aha, interessant. Du hör mal, ne? Du hör mal, also dieser Schmied Wilson. Moment mal, was soll das werden? Natürlich, ich hab's geahnt. Der Kerl hat dich zu mir geschickt. Und du Arsch machst für diese arme Wurst jetzt bei mir hier Männchen. Bist du jetzt etwa sein Laufbursche oder was? Stell dich nicht so an, er wird dich auch bezahlen. Stell dich nicht so an, er wird dich auch bezahlen. Noch so ein Spruch und du kannst hingehen, wo der Pfeffer wächst. Du solltest nicht so wählerisch sein. Jemand wie du sollte nicht so wählerisch sein. Geh mir aus den Augen, du Mistkerl, bevor ich mich vergesse. Oh, das war schlecht. Ich lade nochmal. Das wollen und können wir wahrscheinlich besser. Verdammt. Das war schlecht. Vielleicht bevor ich auf Wilson anfange zu sprechen, soll ich nochmal kurz speichern. La 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 la. Ach, wir sind wieder hier. Habe ich schon gewechselt? Jo. Ein Pirat, das sind wir hier. Und böse dazu. Oh ja, so böse. Ups, ja, ich wollte natürlich. Und wie lebt man? So, der Admiral ist also euer Vormund, ja bla bla bla. Ich brich das mal ganz kurz ab. La la la. Jo, jetzt sind wir bald, glaube ich, wieder soweit. Ja, ich denke, der spielt Wilson. Und nochmal kurz speichern. Fragen wird doch wohl noch erlaubt sein. Ich kann dir wohl ein paar hinter die Löffel geben, Freundchen. Wie kommst du eigentlich auf so eine Unverschämtheit? Hast du das Gewerbe gewechselt? Musst du deine Kasse aufbessern, oder wie? Naja, eigentlich tut mir der Kerl leid, oder? Wilsons Kanonen? Ach, der Kerl tut mir leid. Ach du liebe Güte, mir kommen die Tränen. Du sollst dich doch nur ein bisschen mit Wilson unterhalten. So, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Du zahlst mir 1000 Gold oder du kannst es gleich wieder vergessen. Wow, das ist aber... Willst du etwa noch irgendwas Schlaues dazu sagen? Nein, nein, schon gut. Eine feine Dame wie du sollte sich nicht so aufregen. Das ist nicht gut für deine Schönheit. Du willst mich doch bloß um deinen Finger wickeln. Ich doch nie. Stimmt. Okay, du hast es geschafft. 500 Gold und wir kommen ins Geschäft. Na gut. In Ordnung. Hier ist dein Gold. Gut. Geh zu Wilson und sag ihm, dass ich ihn in Kürze aufsuchen werde. Aber ich warne dich.
zu keinem anderen ein Wort. Ist das klar? Klar. So, und jetzt geh. Schönen Tag noch. Immerhin haben wir jetzt 500 Gold ausgegeben, aber dadurch, dass wir sie beklaut haben, in Wahrheit nur 100. Ei, letztens wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen, aber bla, der sagt strikt anders im Wort. Wilson, du bekommst Besuch von einer Dame. Nicht wahr? Hi, Wilson. Verschwinde endlich und lass mich meine Arbeit machen. Wag es nicht, dich noch einmal davon abzuwenden. Ich gehe hier nicht eher weg, bis du mir deine Kanonen verkaufst. Es gibt nichts, was ich von dir haben können wollte. Also, wenn du mir nichts anzubieten hast, brauchst du gar nicht wiederzukommen. Was hältst du von Captain Slane? Was hältst du von Kapitän Slane? Er ist ein Ehrenmann. Immer freundlich, immer zuverlässig. Und er hat stets seine Ware bezahlt. Ah ja, verstehe. Ich hörte, du stehst auf Grace. Ich hörte, du stehst auf Grace. Was? Wieso? Wer hat das gesagt? Ist doch unwichtig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Naja, wenn du mich so fragst, ich bin dieser feinen Dame nicht ganz abgeneigt. Verstehe. Na gut, ich habe mit ihr über dich gesprochen. Ich habe mit Grace über dich gesprochen. Im Ernst? Was hat sie gesagt? Sie will sich mit dir treffen. Was? Wirklich? Oh, das ist ja... Wie hast du das geschafft? Ach, warte. Ich will es gar nicht wissen. Ich werde meinen besten Anzug tragen. Wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn nochmal hingelegt habe. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hab zu tun. Moment. Das könnte dir so passen. Das könnte dir so passen, Freundchen. Erst lässt du mich den Laufburschen spielen und dann servierst du mich ab. Wir haben einen Deal. Ja, schon gut. Was willst du? Eine Kanone. Ich brauche Kanonen. Gut, ich werde dir eine Auswahl zum Hafenkai liefern. Da kannst du sie dir aussuchen. Und wehe, du meldest es dem Admiral. Er wird mich hüten. Okay. Und jetzt? Ja, mach du deinen Kram. Ich bin schon weg. Gut. Deine Pistole liegt also beim Büchsenmacher, Deine ja? Deine Pistole liegt beim Büchsenmacher? Verdammt, was weißt du davon? Nur so viel, dass sie scheinbar sehr viel wert ist. Und wenn schon? Warum interessiert dich das? Sieht so aus, als würdest du sie nie wiederkriegen. Sieht so aus, als würdest du sie nie wiederkriegen. Ach, willst du mich verhöhnen? Eines Tages wird Donovan sie mir zurückgeben. Auch wenn ich ihn dazu zwingen muss. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Okay, wie können wir jetzt die Pistole zurückbringen? Also hier. Ich bring dir deine Pistole zurück. Meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Schon gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Hier. Hier ist deine Pistole. Frisch vom Büchsenmacher. Zeig her. Oh, mein Prachtstück ist endlich wieder da. Vielen Dank, mein Junge. Ich stehe tief in deiner Schuld. Jetzt werde ich das gute Stück aber nicht mehr aus der Hand geben, das schwöre ich. Na gut, was sagt Donovan dazu? Ich glaube, der ist jetzt ziemlich böse mit uns. Tja, erst war er böse, der jetzt ist er... die Werkbank... Na, es ist ihm vollkommen egal, wie es aussieht. Ich möchte allerdings noch nicht ins Haus der Kapitäne gehen. Sondern erstmal könnten wir den Schatz heben. Wir könnten aber auch schon mal versuchen, den Stahlbarts Artefakt zu sammeln, das ja auch in Garcias Schatz versteckt ist. Hast du schon gehört, dass er seine Pistole verspielt hat? Tatsächlich? Ach, das ist gut. Ja. Oder gehen wir doch, komm, wir gehen schon mal ins Haus der Admiräle, oder? Nee. Noch nicht. Was machen wir denn jetzt ein schönes... Ich würde sagen, das wird mal eine etwas kürzere Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit den Admiral treffen. Bis dahin, euer Mascha. Ciao.